Hallo, willkommen zurück bei Mass Effect 2 Legendary Edition und wir haben so die Morons. Wenn Sie wollen, können Sie ein Halex nehmen, aber sollten Ihre Sinne jetzt nicht alle ganz besonders geschärft sein? Mir ist das viel lieber. Jetzt müssen wir mal so unterhalten. Ich liebe Clubs. Die Leute, die Bewegung, die Hitze. Ich höre noch immer den Bass, wie die Trommeln bei einer großen Jagd mit ihrem Blutrausch. Aber hier ist es still und Sie sind sicher. Entspricht das Ihren Wünschen, Shepard? Viele fühlen sich direkt vor ihrem Tod am sichersten. Das stimmt. Wirklich sicher sind wir nie. Ich habe diese Begeisterung für Sicherheit nie verstanden. Manche von uns sehen das ganz anders. Unabhängigkeit geht vor Unterwerfung. Ich glaube, dieser Ansicht sind wir beide. Wir haben beide schon oft getötet. Aber da enden die Gemeinsamkeiten bereits. Oh, Schatz. Moment mal. Kommen Sie darauf, dass ich schon getötet habe? Was wissen Sie? Schluss mit den Spielchen! Das war vielleicht jetzt nicht so ganz gut. Sehen Sie mir in die Augen und sagen Sie mir, dass Sie mich wollen. Sagen Sie mir, dass Sie für mich töten würden. Dass Sie alles tun, was ich will. Darauf würde ich nicht zählen. Aber Sie? Wer sind Sie? Oh nein. Ich begreife, was hier abläuft. Das Miststück hat eine kleine Helferin gefunden. Morinth. Oh. Mutter, nenn mich nicht so. Ich kann nicht einfach aufhören, deine Tochter zu sein, Mutter. Du hast deine Wahl vor langer Zeit getroffen. Welche Wahl? Mein einziges Verbrechen bestand darin, mit den Gaben geboren zu werden, die du mir vererbt hast. Genug, Morinth. Ich bin das genetische Schicksal der Asari. Aber sie sind noch nicht bereit, es zu verkünden. Und deshalb muss ich sterben. Du bist eine Krankheit, die ausgemerzt werden muss. Weiter nichts. Ich bin genauso stark wie sie. Ich würde mich ihnen anschließen. Ich habe bereits geschworen, ihnen zu helfen, Shepard. Bringen wir es zu Ende. Das da wusste ich gar nicht mehr. Wow. Nehmen wir mal. Mal so. Ihr Weg endet hier, Morinth. Und ich soll das Monster sein? Mögest du Frieden in den Armen der Göttin finden. Oh, okay. Hätten wir das nicht kennen mit Magie machen? Ich bin bereit, diesen Ort zu verlassen und die nächsten Schritte meines Lebens zu gehen. Sind Sie auch bereit zu gehen? Möchten Sie über das reden, was vorgefallen ist? Shepard, was sollte ich wohl sagen? Was kann ich sagen? Ich habe gerade die tapferste und klügste meiner Töchter getötet. Dafür gibt es keine Worte. Vielleicht später. Bis dahin bitte ich Sie um etwas Rücksicht auf eine niedergeschlagene alte Kämpferin. Lassen Sie uns gehen. No. Dann los. Okay. Helfen Sie der Sikarin, Achievement. Immer. So, ja. Sie ist loyal. Nein. Okay, neues Outfit. Ja, ein paar Credits. Wunderbar. Oh, ist ja gar nicht zum Intritt kommen. Im Moment da wollen wir jetzt nie hin. Das haben wir gemacht. So, was nun? Ja, zurück zur Normandie, würde ich sagen. Wir müssen noch diese Kupplung abgeben. Ich hätte gewusst, dass das so schnell gegangen ist, die Mission. Da hätten wir das noch an der letzten Folge machen können, aber ich wusste es echt nie. Ich dachte, da kommt es noch zum Gefecht oder so. Hat einer von euch schon mal hier die Samara neutralisiert, was dann passiert? Wäre auch interessant zu wissen. Okay, Normandy. Ja.
KKK, neue Forschung freigeschaltet. Machen wir gleich. Wir gehen zuerst zum Maschinendeck. So, Kenneth. Und? Sie sind die beste, Commander. Wir haben gerade die FBA-Kupplung installiert. Jetzt müssen wir nur noch einmal pro Woche kalibrieren, anstatt jeden Tag. Wir überlegen gerade, ob wir unsere neu gewonnene Freizeit bei einer Partie skillianischen Poker feiern. Wollen Sie einsteigen? Aber Kenneth, der Commander spielt doch mit Mechanikern wie uns nicht Karten. Doch. Klingt eigentlich durchaus interessant. Sind Sie dabei, Tali? Sicher, das klingt lustig. Fantastisch. Ich hol die Karten. Mein skillianisches Poker ist etwas eingerostet. Haben Sie Nachsicht mit einer Anfängerin, okay? Natürlich, Commander. Ist alles ganz locker. Ja, klar. Nice. Nachsicht mit dem Anfänger. Wie konnten wir bloß darauf reinfallen? Shepard sollte man niemals unterschätzen. Ich verliere gern, wenn ich dafür sehen kann, wie sie mal eine Nummer kleiner macht. Schlägt mich bei meinem eigenen Spiel. Sie sind in Ordnung, Shepard. So, hat Italien irgendwas zu sagen? Shepard, was kann ich für Sie tun? Können Sie irgendetwas tun, damit die Normandy gegenüber einem Schiff der... Meine Schildverstärkung wird sicher helfen, aber viel mehr. Na, haben wir das da? Haben wir doch bestimmt schon. Haben wir da was haben irgendwie? Haben Sie Zeit für ein Gespräch? Sicher, lassen Sie mich nur schnell... Komm schon, du kleiner Bostedt! Oh, Verzeihung. Ich habe ein bisschen Fieber und lasse es jetzt an dem armen Antriebskern aus. Keine Sorge, es ist nichts Ernstes. Ich war bei der Anzugreparatur unvorsichtig. Sind Sie krank? Brauchen Sie Hilfe? Oder Bettruhe? Wirklich, ist halb so wild. Wenn uns eine entlaufene Bakterie umbringen könnte, wären wir schon längst alle tot. Das Fieber ist in ein, zwei Tagen wieder weg. Keine Sorge. Es wird meine Leistung bei der Mission nicht beeinträchtigen. Eigentlich ist es nicht mal eine Krankheit. Wir machen da in Wahrheit eine akute allergische Reaktion durch. Ich weiß nicht, ob ich mein ganzes Leben in einem Anzug leben könnte. Wir tragen den Anzug sogar innerhalb der Familie. Der intimste Kontakt zu einem anderen Quarianer ist eine Verbindung der Umweltanzüge. Erst werden wir krank, dann passen wir uns an. Es ist unsere wichtigste Geste von Vertrauen und Akzeptanz. Ich habe dafür allerdings noch nie jemandem ausreichend vertraut. Außer, naja, zumindest keinem Quarianer. Sie wissen, was ich meine. Ich weiß den Gedanken zu schätzen, Tali, und mir geht es genauso. Aber Sie müssen mir nichts beweisen. Ist mir klar. Trotzdem würde ich mich geehrt fühlen, mit Ihnen die Anzüge zu verbinden, Shepard. Ich meine, wenn Sie ein Quarianer wären und wir nicht bereits eine Selbstmordmission angenommen hätten. Ich bastel hier noch ein bisschen rum. Danke für Ihren Besuch. Die ist super. Dann, Moment, Fahrstuhl ist hier. Konfigurationszentrum. Ja. Ah, nein, 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 verdammt, verdammte Axt. Kann man da nicht noch mit der Samara jetzt reden? Wo sitzt die? Ne, ist die Kasumi. Lebenserhaltung ist der Dings. Herrentoilette doch bestimmt nicht. Ah, hier, okay. Morrens war gleichermaßen in meinen Träumen und in meinen Gedanken, wenn ich wach war. Zum ersten Mal seit 400 Jahren bin ich frei. Ich bin ein Krug voller Trauer und Reue, der in Scherben gegangen ist. Aber ich bin frei. Ich kann dieses Gefühl nicht beschreiben. War es das wert? Das war nie die Frage. Es ging darum, ob es notwendig war. Ich musste tun, was ich getan habe, genau wie Sie. Es war immer klar, dass diese Geschichte kein gutes Ende nehmen würde. Sie haben Ihre Pflicht getan. Was ist mit Ihren Gefühlen? Eine meiner Töchter ist tot. Ich hatte alle meine Hoffnungen und Träume auf meine Kinder projiziert. Trotzdem kam die Pflicht immer vor den Gefühlen. Das ist bei Ihnen genauso. Sie haben gesagt, dass Morrens ein Monster war, aber sie war doch trotzdem noch ihre Tochter. Sie war die stärkste und die klügste.
Sie konnte nicht akzeptieren, wie ungerecht sie behandelt wurde. Sie hat bis zum Schluss gekämpft. Ich bin sehr stolz auf Sie, Shepard. Sie haben sie getötet, weil sie war, was sie war. Und ich würde es wieder tun. Aber ich weiß auch, was es bedeutet, alles hinter sich zu lassen und zu kämpfen. Ist Ihnen klar, dass sie zum Zeitpunkt ihrer Flucht 40 Jahre alt war? Ich kenne mich bei Menschen nicht so aus, aber für eine Asari ist das sehr jung. Was werden Sie jetzt tun, wo es Morinth nicht mehr gibt? Falls ich Ihre Mission überlebe? Ich bin eine Justikarin. Es gibt nach wie vor Ungerechtigkeit. Und vielleicht sogar noch weitere Adat Yakshi. Gibt es keine Möglichkeit, Morins Disposition zu korrigieren? Wir sind eine hochentwickelte Spezies, aber wir können nicht zaubern. Wenn der Zustand sich im Erwachsenenalter manifestiert, ist es zu spät für eine Eindämmung. Es kommt nur bei Reinblütlern wie mir vor. Vielleicht ist das auch der Grund, warum Paarungen innerhalb der Asari stigmatisiert wurden. Ich weiß es nicht. Ich dachte, Adat Yakshi wären außergewöhnlich selten. Asari leben heute auf vielen Welten. Es gibt abgelegene Regionen, die die Regierung nicht überwacht. Wenn ich zu diesen Welten reise und es dort welche gibt, dann werde ich sie finden. Morinth hat behauptet, ihr Zustand wäre die Zukunft der ganzen Spezies Asari. Morinth hätte alles gesagt, um sich einen Vorteil zu verschaffen. Adat Yakshi sind steril, Shepard. Das wäre keine sonderlich zukunftsorientierte Perspektive für mein Volk. Wollen Sie nicht sesshaft werden? Das war ich. Ich bin in meine Heimat zurückgekehrt, um eine Familie zu gründen. Ich werde mein ganzes Leben lang kämpfen und mich abmühen. Das ist mein Schicksal. Wenn ich sterbe, dann sicher nicht im Bett. Aber damit bin ich im Reinen. Sie haben es trotzdem in der Hand, wohin Ihr Leben Sie führt. Ich habe diesen Pfad gewählt und bin damit im Reinen. Daran haben Sie einen beträchtlichen Anteil. Okay. Gut. Jetzt aber auch zur Brücke und genau, mehr noch eine Forschung. Schau mal hier, wir fangen aber an. Kopfschussschaden, ja, immer gut. Okay, wunderbar. Haben wir hier was? Wir gucken kurz hier mal. Sie hat zwar nichts gesagt, aber wir gucken mal. Nein, deshalb hat sie nichts gesagt. Okay. So. Was sagt unser Tagebuch? Aufträge. Und, eine Ankunft. Na, das nicht. Pakete für Isch, Pakete holen. Marbs Geschäft auf der Citadel oder ins Eternity auf Ilium. Das könnte man eigentlich gerade mal machen. Marbs Geschäft auf der Citadel. Moment, mal da Missionen. Ja, Jacob und The Shadow Broker. Ja. Bitte weg von hier. So, das ist auf 100%. Das sieht gut aus. Oh ne, die ist noch nicht auf 100%. Das mache ich aber irgendwann mal. Ilium. Ilium. Oh ja, das. Ne, da müssen wir doch. Sollen wir das eventuell machen? Aber eigentlich wollte ich. Ach so, egal, oder? Ja, das war zum erst gelistet Maps auf der Citadel, machen wir das. Da weiß ich auch nicht mehr, auf was es rausläuft. So, warte mal, Outfit wechseln. Ja, schwarz steht hier eher. Komm du mit. Komm du mit.
Ja, ist okay. Marbs. Der Marbus hier meldet ihn nicht. Nö, bestimmt nicht. Okay, wo ist der? Sollen wir mal am besten hier Rapid Transit. Zakara. Lagerhaus. Seesicherheit. Uff, ich habe keine Ahnung, Industriegebiet. Ich habe keine Ahnung. Dann laufen wir. Sie müssen auf das nächste Shuttle warten. Nein, muss ich nicht. Okay, wo? Citadel, Souvenirs. Kaffee. Und heute wieder die aktuelle Episode aus der Reihe Orientierungslos auf der Citadel. Gebrauchtschiffhändler. Zeta Foundation. Dafuk? Dafuk? Was? Wo soll der Sinn? Steht das irgendwo? Auf Marabs. Ach, Marabs Geschäft auf der Citadel. Marabs. Geschäft auf der Citadel. Das ist der Koch. Wir laufen einfach nur rum. Da ist hier. Ist doch nur was. Moment, das war doch bestimmt ein Trick. Er hat mich an den falschen Ort geschickt, nur um mich loszuwerden. Darüber weiß ich wirklich nichts. Ich versuche seit 2 Jahren diese Rückerstattung zu kriegen. Seit 2 Jahren. Nein. Ich werde jetzt nicht aufgeben. Ihr Leben wäre viel einfacher, wenn Sie Serviceaufträge und Quittungen aufheben würden. Ja, ja. Immer Quittungen aufheben. Wichtig. Marab, das ist nichts. Was ist das? Anto Bektal gehört zu der Gruppe. Das Arias Gang. Ah. Ach, das ist ein Marab. Ah, okay. Okay, okay, okay. Dann haben wir das schon. Dann können wir... Normandy. Das ist praktisch, dass man von überall auf die Normandy kommt. Wir gucken nochmal vorsichtshalber. Ja, Paket abliefern. Bei ich auf dem Markt von Norman von Omega. Ach cool, das ist praktisch, da ist nämlich noch eins, was ich machen muss. Ein System zum Scannen. Das kann ich danach erledigen. Ja, komm du mit, falls es hier irgendwie zu Problemen kommt. Kann sie auf kroganische Art und Weise begrüßen, wo ich aufs Maul haue.
So, bin gespannt, was das jetzt wird. Hallo Freunde, bitte sagen Sie mir, dass Sie etwas für mich haben. Haben Sie gesehen, was in diesem Päckchen ist? Warum? Haben Sie etwas Ungehöriges gefunden? Sicher nichts, worüber man sich aufregen müsste. Ich wette, Mr. Anto wäre an dieser Information sehr interessiert. Und daran, wer sie haben will. Das würden Sie nicht tun. Oder doch? Es ist nicht für mich. Viele wollen Aria schaden und zahlen viele Credits für einen Ansatz dazu. Wenn Anto oder Aria das rauskriegen, bin ich ruiniert. Oder tot. Aria kriegt raus, was sie vorhaben, Ish. Und wenn das passiert, beneide ich sie nicht. Ich krieg das schon hin. Niemand hat Aria seit Jahrhunderten besiegt. Und wenn sie mit ihren Klienten fertig ist, wird sie nach ihnen suchen. Sie haben recht. Ich muss von hier weg. Danke, werte Freundin. Sie haben mir vermutlich gerade das Leben gerettet. Komm schon, Sal. Wir müssen hier raus. Okay. Na, Credits, wunderbar. So, was auch erledigt. Die Aria hat uns schon geholfen, da wären wir uns bei der nicht quer. Okay, Normandy. Dann würde ich sagen, ist es im Idealfall jetzt eine kurze Episode, weil wir müssen uns jetzt wieder was suchen. Das da machen wir definitiv noch nicht. Also müssen wir Shadow Broker und Jacob machen. Da habe ich noch so grob in Erinnerung, auf was es rausläuft. Das werden wir wahrscheinlich beim nächsten Mal machen. Ja, genau, wir machen heute kurz die Episode. Ich wäre jetzt noch genau hier das System scannen. Da gab es noch ein System, also ein Planetensystem, wo wir noch nicht waren. Das mache ich noch auf 100%. Und dann sehen wir uns, denke ich, in der nächsten Folge in dem System vom Jacob wieder. Und mache dem seine Loyalitätsmission. Und ja, danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.